An Tagen wie diesen, könnte man sagen, ist jedem Anwesenden schon morgens die Vorfreude deutlich anzumerken. Die zweiten Netzwerk-Freifenstertage unterstreichen von der ersten Minute an die Leidenschaft der Macher für ihre Veranstaltungen. Nach einem beschaulichen Branchenabend mit BF, VFF, IFT und Netzwerk ist im gemütlichen Happinger Hof die Familie frei in ihrem Element. Grandiose Veranstaltung, ja, Netzwerk halt, ne? Dieses Format gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil das Netzwerk sagt das alles aus. Netzwerk schaffen, Kontakte knüpfen, gerade in unserer Branche. Denn die pulsierende Energie, die von den Unternehmerthemen ausgeht, ist spürbar. Da ist Frank Lange, Geschäftsführer des Verbands Fenster und Fassade, der die Zukunftsperspektiven positiv darstellt. Also ich glaube, das Thema Klimaschutz ist bei allen als Chance in unserer Branche angekommen. Wir müssen mutig sein. Wir müssen mutig sein, Chancen zu ergreifen, ob serielle Bauweise, wo es Riesenmöglichkeiten gibt, aber auch eben in der Sanierungsquote. Ja, wenn wir die auf 2% bringen, und da bin ich mir sicher, dass das geht, wenn wir Dinge optimieren, ja, dann werden wir Wachstum haben. Und das sind für alles Riesenchancen. Wir müssen nur den Mut haben. Den Mut haben, Dinge anders zu machen. Professor Markus Hengstschläger, hochdekorierter Genetiker aus Wien, und Didi Hamann, omnipräsenter TV-Experte und Champions League-Gewinner mit dem FC Liverpool, verbindet das Bekenntnis zu Eigenverantwortung. Weder angehenden Fußballprofis noch Kindern und Heranwachsenden sollte zu viel abgenommen werden, damit sie in der Lage sind, situativ Lösungen zu finden. Wir dürfen der nächsten Generation, egal in welchem Zusammenhang, den Lösungsfindungsprozess nicht laufend abnehmen. Für das Unternehmen ist es sehr wichtig, dass man den Mitarbeiter sagt, du, probieren wir es mal aus, auch wenn der Schuss nach hinten geht, dass man aber die Erfahrung gemacht hat und der Erfolg zeigt sich dann. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Leute zu selten selbst reflektieren. Für mich ist Erfolg, das Maximale rauszuholen, und ich glaube, da gibt es große Unterschiede, dass man dann nicht in ein Fahrwasser kommt, wo man vielleicht zu schnell zufrieden ist, und dass man Sachen und Abläufe immer wieder hinterfragt. Die Stimmung ist in der Fensterbranche einzigartig. Ich finde die Kombination von inspirierenden Denkanstößen, die man dann in so einer schönen Runde gemeinsam diskutieren kann, das ist einfach ideal. Oliver Frey, Marco Frey und die ganze Familie transportieren Wertschätzung und Branchennähe jede Sekunde. Sie können es einfach. Daher ist auch dieses Jahr wieder die Fensterbaufamilie auf den Netzwerk-Fenstertagen zusammengekommen. Wir sehen uns beim 9. Netzwerk-Partnertag am 10. Februar 2022.